Hallo, moin Leute und willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal ein etwas anderes Video. Ich habe momentan noch sturmfrei und heute habe ich gedacht, ich nehme mich einfach mal einen Tag lang mit, wie es aussieht, wenn ich Sachen mache. Das Wetter ist ganz nice, heute werden gleich erstmal alle draußen frühstücken. Ein Kumpel holt gerade Brötchen und nachher machen wir noch ein paar Fotos. Kommt einfach mal einen Tag lang mit und los geht's. Komm mal mit, Tore, komm. Wir kochen uns jetzt erstmal was Schönes. Was brauchen wir dafür? Richtig, eine Pfanne. Ich habe die Röstis gefunden. Ja, drin. Fertig. Mit. Also meine Mama macht immer so was Feuer rein, bevor sie kommt. Reiner Bodyflip. Schneid das so, dass es passt. Oh! Wir brauchen auch wieder die aggressiven Gewürze, ne? Ach, hast du da einfach irgendwelche Gewürze da rein, Alter? Muskatnuss, sehr gut. Ehrlich, was hast du da rein gemacht? Muskatnuss. Nee, irgendwas mit Geflügel. Ja. Ich kann auch noch Joghurt reinmachen oder so. Eigentlich muss bei den Traubensaft auch nur lang genug stehen lassen, bis da Wein draus wird. Ist stark. Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich glaube, man nimmt halt einfach so die erste Seite. Wie heißt das hier eigentlich? Können jetzt guck mal richtig blöd in die Kamera. Danke, passt schon. Wie heißt das Rüstchen? Nein, das gehört so. Das gehört auch Freunde, der Tisch ist gedeckt. Das ist sehr gut. Bodyflip! Ganz entspannt. Unsere Röstis. Die Röstis sind jetzt fertig. Ah ja. Das sieht stark aus. Was wir heute noch machen wollten? Zum einen wollte ich ein paar Fotos schießen. Hast du schon deine Hausaufgaben gemacht? Ja. Wahrscheinlich. Da kommen so viele Wespen, das ist so heftig. Wir haben gestern drei in der Jagdwurstpackung gefahren. Es sieht so schön aus hier, ne? Drück mal die Röstis bitte rüber. War lit. Heller lit. Ah, sieht gut aus. Oh, dang. Was ist das Problem, Tore? Magst du das einmal schildern? Wir haben hier eine Regenrinne, die war von hier einmal außen rum. Ja. Und die soll hier genau hier ablaufen. Aber sie läuft nicht ab. Hier steht nämlich Wasser drin. Da muss es eine Verstopfung geben. Da drin gibt es eine Verstopfung. Der Kleinste von uns muss jetzt einmal rein. Robert, Lingling. Wir müssen sich einmal die... folgende Situation. Wir haben sehr viel dreckiges Geschirr und jetzt müssen wir irgendwie den Geschirrspüler anbekommen. Und ich habe noch nie einen Geschirrspüler angestellt. Was mit 15, 25 gibt es das mit 18 und 27 so? Für stark verschmutzt und normal verschmutzt? Oh Gott, nein! Sehr gut. Ist montiert. Ich glaube, jetzt geht's los. Wer hat's geschafft? Geil, geil. Das Problem kennen wir, das ist die Regenrinne. Die Lösung, wir nehmen diesen Zollstock, packen darum eine Mülltüte und die machen wir mit Tesafilm fest und dann lümmeln wir das Ding da mal rein. Es wird gepömpelt. Okay. So, dann zeig mal. So, gut aus. Da ist das Loch und jetzt rein da. Passt das? Da ist aber ordentlich. Hier steht so ein kleiner Fluss hier. Ah, weil vielleicht Zollstock doch nicht die beste Wahl. Es passiert absolut nichts. Das verstehe ich nicht ganz. Da muss ja irgendwas Dickes drin sein. Ein Schuh oder so. Leute, ich kann euch jetzt gerade nicht erklären, wie diese Situation jetzt hier entstanden ist, aber kommt einfach mit. Ich habe da was Schönes gebaut. Komm mit, du hast das Feuer, ne? Wie ihr wisst, habe ich an Silvester Geburtstag und da habe ich immer noch ein paar Raketen rumliegen. Und ich wollte schon immer mal so eine Rakete zünden, einfach so. Macht das bitte nicht zu Hause nach. Ich habe jetzt hier so eine schöne Abschussvorrichtung gebaut mit Tesafilm und einer Bierflasche. Oh. Nee. Oh, Scheiße! Was machen wir hier, Mann? Gut, das war's für diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist jetzt gerade ungefähr 15 Uhr und wir haben schon wieder Hunger bekommen. Tore ist kurz rüber zu seiner Freundin und... Wie ihr wisst, steht ja die gute Ernährung bei mir immer ganz weit oben. Tada! Come bear! Whoa. Spiel uns ein Lied, Robert. Auch wenn ich Filterkaffee machen soll, brauche ich ja auch eine Filterkaffeemaschine, oder nicht? Nee, du brauchst Filter. Du brauchst einen Trichter, du machst da so ein Ding rein, so ein Papier. Da ist der Trip. Wie ist denn der da hingekommen, Mensch? Das kann ich aber gar nicht erklären jetzt. Also wir haben jetzt ungefähr 16 Uhr. Gleich kommt noch eine Freundin vorbei, mit der wollte ich ein Schulprojekt noch machen, schnell. Oh, das ist nicht gut. Na. So Leute, es ist ungefähr 17 Uhr und wir gehen jetzt ein paar Fotos machen. Moin! Robert! Yeah. Hi! Du hast fast geschafft. Es geht. Jetzt werde ich das Objektiv wechseln und deswegen sieht das Bild jetzt gleich ein bisschen anders aus. Und wir machen halt Fotos, deswegen filme ich nicht. Punkt. Das ist das neue Bild. Hi! Dieser typische Mädchen-Move, ne? Oh, Kamera! Das soll ich jetzt nicht machen. Das mag ich nicht. Janik, ein bisschen mehr Engagement, bitte.
What the fuck is going on? Was zum Teufel? Schieb ihn ins Wasser, schieb ihn ins Wasser. Wir haben jetzt ein paar Fotos gemacht. Das Ding ist jetzt halt, dass die Kamera jetzt schon rot blinkt und gleich leer ist. Wir würden jetzt noch zu Subway fahren, deswegen werde ich das wahrscheinlich mit dem Handy filmen. Hey Yannick, guck mal blöd. Schicke Brille. Danke. Paula Derbste für uns. Ja! So Leute, mittlerweile ist es dunkel geworden, es ist 9:15 und jetzt haben wir mal wieder Hunger. Der Philipp ist da, der pennt heute hier. Das Ding ist halt, ich habe halt diesen Horrorfilm gesehen vor 2 Wochen. S, da war ich auf der Premiere und seitdem schlafe ich nicht mehr so gut. Aktive Penny Rialto und Piccolinis. Wie ihr seht, gute Ernährung steht ganz weit oben an der Tagesordnung. Der Geschirrspüler funktioniert übrigens. Und nachher gibt's Love Island. Ich bin schon sehr gespannt, wenn es ins Finale kommt. Genau, wir sehen uns dann gleich beim Essen. Das sieht richtig gut aus. Ist gut. Es könnte nicht besser laufen. Wenn das mal nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Seid ihr bereit für Love Island? Ja. Jawohl. So Leute, mittlerweile ist es 11 Uhr abends. Wir haben halt Sonntag, morgen früh Schule. Wir gucken jetzt auch schön Love Island. So sieht ungefähr ein Tag in meinem Leben aus, wenn ich sturmfrei habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr vielleicht nochmal eine Edition haben wollt. Wenn ich vielleicht einen Tag in meinem Leben, wenn ich im Urlaub bin oder einen Tag in meinem Leben, wenn ich zur Schule gehe. Ja. Einfach mal Daumen hoch, wenn ihr darauf Bock drauf habt. Und ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Was sollen die Leute denn mal kommentieren? Kommentiert gerne mal euren Favoriten bei Love Island, ja. Das würde mich brennend interessieren. ja, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bye.